So, und da sind wir wieder bei 7 Days to Die und er hat irgendwie Probleme mit dem Spiel. Bei mir leckt es irgendwie auch komisch. Und ich muss hier entkommen. Ich habe einfach mal ausgenutzt, dass die Zombies da auf dich konzentriert waren in der letzten Folge. Vorhin da bin weggerannt. Ja, ich sehe hier gerade nicht mal alles in FPS, ne, 60 FPS, sondern einfach in. Wie viel ist das? 15? Ne, 20. Alter! Was? Was ist? Da hinten sind halt irgendwie so 30, 40 Zombies. Und hier war einfach so ein einzelner Typ, der springt einfach nur blöd hoch. Okay. Rambling Costa. Ich muss einfach hoffen, dass nichts von hinten kommt. Epa! Wieso muss ich an diesen dämlichen Film denken? Ich Pieper, voll verrückt. Frag mich ja, was passieren würde, wenn man wirklich extra die ganze Zeit die Screamer dazu bringt, dass die neue Zombies holen. Man. Entweder man stirbt oder man holt sich sehr viel XP. Ich brauche Wiring Kit, damit ich reparieren kann. Da sind zwei Screamer direkt. Ja, oh, sehr nett. Natürlich schreit die. Kommt da noch ein Fettsack raus. Noch mehr. Alter, wie viel wollt ihr denn hier hinholen? Alle. Jetzt geht er wieder da. Ich höre, glaube ich, schon wieder einen Screamer. So, ist das hier bald mal beendet? Du meinst beim Laden oder was? Das auch.
Nein. Du bist durstig, ich trinke Flüssigkeit. Ich glaube, das ist mein kleinstes Problem gerade. Der hat dahin gepisst. Wo sind wir hier in Gothic? Das hat sich angehört, als hätte er gepisst. Ich bin hungrig. So viel dazu. Und da wärst du wieder gestorben. Ach, natürlich. Ich sag, da war noch ein Screamer. Ich höre noch einen da hinten. Ich fand das damals besser, als die auch wirklich auf die Pfeile reagiert haben. Und dann dementsprechend auch in die Richtung gegangen sind, wo die Pfeile gelandet sind. Sag mal, wie viel soll ich hier denn noch umbringen? Ich meine, wenn du die Weltpopulation tot hast, dann können wenigstens keine Zombies mehr kommen. Hier ist ein Runner. Mein deutsches Franchise. Hier sind zwei Runner und da kann ich nichts gegen tun. Ich kann nicht mal rennen. Rennen vor allem. Versuch einfach ins Haus zu kommen. Tumbling Coaster. Hab's ins Haus geschafft. Wahrscheinlich sind jetzt Runner gekommen, weil ich halt so viele umgebracht habe und mein Game Stage halt wirklich sehr hoch kommt. Was ist der Game Stage? Das, was entscheidet, wie stark die Zombies sind. Ja, nee, wie hoch ist der? Habe ich gefragt. 63. Hä? Ja, ich gut, ich bin gestorben halt, aber. Jetzt lassen die mich immerhin in Ruhe. Wieso sind hier angeschlagene Sachen in unserem Haus? Hä? Wo? Das sind halt einfach angeschlagene Wände. Zombies? Oben. Zombies? Ich nehme mal das Reparaturkit. Was brauche ich denn für Reparaturkit so? Mechanical Parts, Öl, Stofffetzen und Klebeband. So schwierig ist es jetzt nicht zu machen. Ich brauche aber unbedingt wieder neue Muni. Ja, ich auch. Ja. Und wir brauchen Essen. Essen haben wir. Ein bisschen was. Was hältst du davon? Wenn wir hinten zu diesem einen Haus gehen, das ich gefunden habe, das so gut bewacht war. Okay. Erstmal muss ich mein Inventar ein bisschen aussortieren. Fällt mir, ich kann auch mal die Hobostür machen. Ja, wenn du die kannst.
Fuck, dazu muss ich jetzt wieder auf die Fabrik, auf die Feuerwehr. Ich habe zwei weitere Punkte. Ich könnte Charismatic Nature weitermachen. Das sagst du jedes Mal und ich sag jedes Mal nein. Ja, dann warte ich noch ein Level. Aber Charismatic Nature würde dir auf dem letzten halt einfach geben, dass du 2 plus Fortitude kriegst und 2 plus Agility. Ja, aber nur wenn ich in deiner Nähe bin. Ja, aber dann hast du bessere Stats. Aber ich bin nie in deiner Nähe. Doch, voll oft. Ich bin jetzt jedenfalls auf dem Weg zu dem Haus dort hinten. Ich bin nie in der Nähe, wenn ich sterbe. Ja, aber semi-nah bist du dann. Okay, ich kann die Hobos nicht machen, ich bin zu dumm dafür. Ja, hätte ich dir auch sagen können. Ich bin trotzdem dem Cooking Pot und so zurück. So, und jetzt? Jetzt beantworte ich eine Frage von mir. Wie komme ich falsch an, wenn ich mit dem Rad runterfahre? Wahrscheinlich. Das sehe ich gleich. Nicht da runterfahren, Rad. Böse. Ich nehme einfach mal ein paar Eier hier mit. Nee, ich bekomme keinen Fallschaden. Dem Rad geht's auch gut. Aber der Boden hat wahrscheinlich Schaden. Weiß ich nicht. Ich versuche einfach mal hier was zu essen zu finden und sonstiges. Das. Und zum Haus möchte ich gerne. Wo ist das Haus? Es war hier hinten irgendwo. Sagen wir mal, es war hier. Kannst mir folgen. Ja, gleich. Bist ja schnell mit dem Fahrrad. Aber du siehst mich, also du siehst es eigentlich schon anhand dessen, dass hier überall tote Zombies liegen, wahrscheinlich. Ja, apropos selbe Party. Mist nur. Du hast schon wieder eine Game Stage von 61, obwohl du gestorben bist vorher und nichts gekillt hast danach. Oder das kam alles von dem siebten Tag und da bist du halt rausgegangen und dann warst du so weit und ich bin durch den Tod halt nochmal richtig runtergegangen von der Game Stage. Richtig weit, weil ich habe richtig viel gekillt gerade noch. Das ist ein normaler. Ich versuche halt einfach jetzt so viele Federn zu bekommen wie möglich. Okay. Und in die Eier, komm in die Eier. Halt komm nicht. In die Eier, okay. Hier war Goldenrod Seed und Stoffhetzen nehme ich einfach mal.
Hübsches Tschätschchen, das nehme ich. Wie lang du wohl noch brauchst? Eine Ewigkeit. In der Steinzeit. Lang, lang, lang ist's her. Eine Ewigkeit. Warum hat mein Charakter gerade random gestöhnt? Keine Ahnung. Der hat gerade einfach nur oh gemacht. Ah! Aber na no! Sifus, save me! Sifus, save me! Was? Syphilis. Save Sifus. Me. Sifus. Da hinten ist der Turm wieder. Ich habe ein paar Eier mitgenommen. Mehr als Hitler hatte. Ja. Das mag stimmen. Ich habe gerade Müll kaputt gefahren aus Versehen. Ich habe Kohle gefunden. Du hast der Kohle gesehen. Ja, habe ich ja nicht. Habe ich ja gefunden. Hex. Das ist ein komisches Haus. Habe ich da gerade einen Hasen gesehen? Das kann sein. Wenn ich den noch will stehe, dann bringe ich ihn um. Oder war das der Stein da? Taschenlampe, Holzknüppel. War ein Stein, den ich gesehen habe. Ja, das ist mit Hase los. Scheiß auf das Kackfisch. Wortwörtlich. Das finde ich toll, wenn das seine Lösung dafür wäre. Ich habe MR10 gefunden. Oh. Willst ich habe ein paar Zombies gefunden. Willst du die MR10 haben oder lässt du mich die austesten? Austesten kannst du die gern. Dir. Hä? Oh. Die zerlegen da einfach richtig schnell alles. Das ist alles aus Holz. Was erwartest du? Holz. Ich bin in einen sehr schönen Keller gefallen. Ja. Ah, hallo. Was denn? Dann einfach so lange wir noch können. Tut einfach was, so lange wir noch können? Renn einfach, solange wir noch können! Okay. So. Ja, ja, ja.
Wo sind die da gerade rausgekommen? Keine Ahnung, interessiert mich nicht, ich will hier weg. Schlechte Nachbarschaft hier. Da ist ein Sedan. Ja. Bin hier aber, glaube ich, geradeaus weitergegangen. Stay out. Stay out, Mutter, der neue Flashback. Daran erinnere ich mich, glaube ich, auch noch. Hier vorne muss irgendwo da raus sein. Da hinten ist es. Er fällt nur blöd um. Links. Das ist ein Hochhaus. Ach da. Ist nochmal Firewatch. Ein Hochhaus ist gut. Das ist ein Block. Hier ist dasselbe Feuerwehrhaus wie hinten. Dasselbe oder das gleiche? Ja. Es ist sowohl dasselbe als auch das gleiche. Okay. Ich muss kurz ganz kurz unterbrochen werden. Ist richtig viel Kotten. Set hier. Sieht danach aus. Da oben wäre doch cool. Da vorne ist auch das umgefallene Teil. Oder an so eine Tiefgarage erinnere ich mich. Das war das erste, was ich in diesem Spielstand hier gesehen habe. Bin ich da reingegangen, sind da zwei Hunde angekommen oder drei. Direkt hier. Es war aber in einem Wintergebiet. Blindenmunition, ja, nehme ich doch. Hallo, ich wurde gerade unterbrochen. Ich bin gerade in dem Teil unten in der Tiefgarage drin. Okay. Das ist genau dasselbe wie... Oh, da ist ein Hund. Resident Evil, genau. Nein, das erste Haus, wo ich drin war. Aber in Resident Evil sind Hunde in der Tiefgarage. Hier auch. Hunde sind welche der besten und scheißesten Gegner in ganz Resident Evil. Da willst du, glaube ich, nicht drauf treten. Ja, dass das jetzt hier nicht die Hunde rauslockt. Die kommen. Nö. Doch, ich höre die. Nö. Die versuchen rechts durch die Tür, glaube ich, zu gehen, oder? Ich finde interessant, dass nur eine von den Minen explodiert ist. Ja. Und da oben auch. Die graben sich durch die Decke. They're in the fucking trees. Ich hab nur noch 6 Schuss, ne? Ich hab noch 3. Aber wenn wir dort reinkommen könnten, das wäre sicher.
Ist ein lebender Hund. Nee, doch nicht. Mach dir eine Bandage. Ich kann keine Bandage machen, ich hab keinen Stoff. Hier, nimm. Liegt hier. Okay. Wenn die schon hier durchkamen, können wir auch hier durch. Ja, bin ich schon. Ja, noch ein toter Hund. Ja. Warum liegt hier ein toter Hund? Keine Ahnung, aber da ist Munition für dich drin. Perfekt. Ich habe gerade das Auto geschnitten. Oh. Wenn wir da oben dann einen Raum hätten, wo wir leben würden, das wäre viel besser als hinten Firewatch zu machen. Ja. Level 35. Muss jetzt nur noch den Effekt von mir wegbekommen und kann uns dann bessere Sachen halt machen. Da steht ja wieder auf. Und für Hammer at Forge brauche ich nur 2 Punkte. Ich level mal eben. Okay. Warte, ich brauche nur 1 Punkt. Was mache ich denn mal? Mehr Archery. Mehr Energie! Was war das? Pfeile für dich. Pfeile? Ja. Das sind aber Stahlpfeile, die mache ich kaputt. Die kannst du auch benutzen, die sind stärker. Ja, ist mir egal. Die nehmen aber Platz weg. Und die anderen kann ich mir leicht machen. Ist denn ein Zombie hinter der Wand? Keine Ahnung. Wollen wir die Folge wechseln, bevor wir hier hochgehen? Okay. Gut, dann würde ich mal sagen, das wär's für diese Folge und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao. Gute Nacht.